Herzlich willkommen bei Traube Liebe TV. Freude und Genuss am Wein zelebriert. Traube Liebe TV ist ein Format, das mehrmals in der Woche verschiedene spannende Weine vorstellt. Heute bleibt es erstmal bei zwei tolle Weine. Erstmals ein ganz spannender Haute Barge Liberal aus dem Jahr 2010 und ein Château Chamay aus dem Jahr 2000. Lass uns anfangen mit Wein Nummer 1. Fangen wir an mit dem ersten Wein. Das ist ein sehr spannender Château Haute Barge Liberal 2010, ein Pauillac. Denn dieser sehr sympathische Pauillac ist noch frei jung, erstmal Jahr 2010. Typische Pauillacs werden älter getrunken. Warum trinken wir diese dann jetzt? Ist eigentlich ganz einfach. Ich war extrem neugierig, wie diese sich entwickelt. Auch mal das Preis-Leistung-Verhältnis rauszubekommen. Ich hatte bis jetzt noch kein Haute Barge Liberal probiert, aber ganz andere aus der Region schon. Und darum bin ich auf diese tolle Haute Barge Liberal gestoßen aus 2010. Es ist so, dieser Wein ist ein Cinquième Grand Cru oder ein fünftes großes Gewächs. Das bedeutet, dass wir natürlich auch erwarten von diesem Wein, dass man dies einfach ein sehr charmantes, qualitativ hochwertiges Profil. Dann werden wir jetzt mal anfangen und gucken, was für Tolles in dieser Flasche versteckt ist. Erstmal von Farbe Rubin, Rot, ein sehr junger Wein, das sieht man auch noch, eine schöne, volle rote Farbe. Von Nase her ja, wow. Verliere ich mir die Wörter, ist einfach sehr spannend. Hat eine sehr schöne, frische Nase, wo ich gleich denke an rotes Obst, so richtig schöne, frischen Cassis, Brombeeren, vielleicht Himbeeren, weit entfernt. Und das hier mit so einem ganz jungen Pauillac merkt man schon, diese Wein muss man lange atmen lassen. Desto jünger der Wein, meistens auch mit Ausnahme hier und da, desto länger, dass man einen Wein kürzt, sage ich mal, oxidieren oder atmen lässt. Ahnen, Dekanter oder BM-Glas oder ein anderes Gefäß, was man hat. Es ist so mit diesem wunderbaren Pauillac, der hat schon Struktur, man schmeckt sehr nette Tabaknoten, dunkles Obst. Die Tanninen sind aber noch sehr präsent, vielleicht sogar haben zu viel Präsenz. Darum auch der Grund, dass man diese tolle Wein einfach noch weiter lagern sollte. Nichtsdestotrotz kann man diesen Wein trinken. Der ist mehr als trinkbar, auch wenn er noch so jung ist, aber hat ja sehr viel Freude, hat noch einiges an Obst, was mit der Jahre sich verwandeln wird, mehr Richtung Tabaknoten, wahrscheinlich einen leichten Pilznote kommt er noch dazu kommen, was typisch ist eigentlich vom Pauillac. Aber jetzt mal gucken, diese Cinquième Grand Cru ist eigentlich herrlich. So. Ist auch eng verwandt an einen Favoriten Wein, die ich sehr gerne habe, Chasplin. Chasplin hat nämlich Haute Barge Liberal in 1982 gekauft. Das setzt es fort. Aber über Chasplin werden wir eine ganze Sendung widmen, um einfach diese tolle Weine, die Chasplin auf Englisch, die Hidden Chateau oder auf Deutsch, das versteckte oder verborgene Chateau vorzustellen. Aber Haute Barge Liberal, tolle Wein, würde sagen 85 Punkte. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da absolut. Einfach macht Spaß, wunderbar. Und jetzt zu Wein Nummer 2, Château Chamay 2000. 2000, ein sehr besonderes Jahr. Einfach hat viele große Weine in Bordeaux hervorgebracht. Auch Weine aus diesem Jahr eignen sich wunderbar auch zum Lagern vor längeren Zeiten.
Dieser Chamay ist jetzt 15 Jahre war er verschlossen. Jetzt machen wir den auf und bin ich mal gespannt, was das bringt oder wie es schmeckt. Da sind natürlich bestimmte Erwartungen schon da. Château Chamay 2000 von Location her ist nicht weit von Château Sauchin Romalet, eine meiner persönlichen Favoriten, die ich sehr gerne trinke. Die Reben von diesen wunderbaren Chateaus sind im Schnitt so um die 30 Jahre alt. Machen viel Spaß. Der Wein selber wird lagert in Eichenfässer mit 30% neues Eichen vor ungefähr 12 Monaten. Französisches Eichen, ganz wichtig. Von Traubenkombination 50% Merlot, 25% Cabernet Franc und 25% Cabernet Sauvignon. So, jetzt würde ich mal gucken, was dieses Baby für Leckeres zu bieten hat. Man merkt jetzt schon hier die Farbe. So, wenn man jetzt mal guckt, ich hoffe, dass das kommt richtig rüber, aber einfach von Farbe her ist das viel, viel dunkler. Ja, so, wie nennt man ein dunkles Bordeaux-Rot, würde sehr passend sein. Einfach sehr, sehr spannend. Ladung ein von Nase, der schon jetzt schon aus dem Glas rauskommt. Dann werden wir doch mal gucken. So. Von Nase leicht, leicht erdig. Leichte, sag ich mal, dunkles Obst. Herrliche, einfach reifes, rotes Obst. Vielleicht sogar ein bisschen überreif, werden wir mal probieren. Na, das macht mehr als nur Spaß. Das ist ein Wein. Da merkt man schon, die 15 Jahre waren eine lange Zeit. Ich würde sagen, dieser Wein piekt jetzt oder ist leicht past peak. Die sollte man einfach jetzt trinken. So, man merkt schon einfach richtig tolle Tabaknoten. Auch als Nichtraucher kann man sagen, Tabaknoten im Wein sind mega genial. Das macht einfach höllisch viel Spaß. Diese ehrliche Note, die ich ein bisschen erwartet hatte, ist nicht komplett da. Man merkt aber Obst, so ich würde sagen, alte Erdbeeren, tolle Tanninen, die sich strukturiert haben über die Zeit, aber immer noch präsent sein in der Wein, so ein bisschen nach oben heben, über Abgang, so ein bisschen so Pflaumen, einfach nettes, reife Pflaumen. Aber diese sollte man jetzt trinken, diese tolle Wein. Aufmachen, wenn ihr einen Keller habt oder ein Geschenk bekommt, nicht lagern, einfach trinken. Da die Qualität geht jetzt schon langsam ein bisschen, sagen wir mal, leider rückwärts. So, auf das würde ich sagen, ein toller zweiter Wein. Und auch das Ende von der ersten Episode von Traubenliebe TV. Ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht. Ich freue mich einfach, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank. Und ich wünsche euch viel tolle Weine. Ciao.